Hi und willkommen zu diesem Video. Das ist Teil 2 der 126er Reparatur. Heute kümmern wir uns um die Radlager und ich hoffe echt, dass es einfach das Problem ist und dass das Geräusch daher kommt, weil ich möchte den Kollegen hier unbedingt wieder anmelden. Er ist jetzt im Oktober ein Jahr abgemeldet. Ich bin ihn ein Jahr lang nicht gefahren und das fehlt mir wirklich. So. Na? Special Effekt hier? Alles oder nur für einen? Eins, erstmal. Dann muss ich wieder einpacken. Dann habe ich zu viel ausgepackt. Das wäre jetzt auch so eine typische Aufgabe, die du an mich hättest übertragen können. Ja. Hm? Ja. Ja. Ich möchte mehr mit einbezogen werden. Stell dir vor, ich habe nicht ohne Grund gefragt, ob wir beide machen. So ja, brauchst du zusammen. Ja, dann das musst du mich aber anleiten, ne? Solarschaden auskopfen halt. Wie war das, nicht sparsam sein, ne? Nicht sparsam sein, ne? Nee, das ist alles meine. Jetzt können wir, da muss es vor allem reindrücken, wie schön da drin ist. Ich bin ja so näher, wenn wir den Simmering drin haben, dann noch durchdrücken gerade. Ich wollte nur sagen, wir haben Obst. Danke. Das mache ich immer frisch. Genug? Guckst du mal? War das egal, warum das reinkommt? Was? Das Lager? Nein. Papa? Jetzt wird so reingemacht. Ja, da ist auch noch. Also. Das noch einmal. Noch einmal. Ja, das ist jetzt hier oben. Stunde bei Ende in der Sache. Für heute war es schon fast wieder. Ich bin jetzt auch.
Okay. Ausgetauscht und es war wirklich sehr interessant zu sehen, dass hier in diesen kleinen Ritzelchen, man sieht es jetzt nicht, dass da überall ganz kleine Späne drin waren, die für die Geräusche gesorgt haben. Und ich hoffe jetzt, und ich denke, mein Vater hofft es auch, dass wir das Problem jetzt wirklich endgültig gefunden haben, weil es wird Zeit, dass der 126er wieder von mir gefahren wird. Warten wir es ab. Wir werden es sehen, wenn die Reifen wieder drauf sind. Uns ist ein Federring gebrochen, den müssen wir noch ersetzen. Den haben wir jetzt aber nicht je gehabt. Aber ich habe Hoffnung. Es hat sich gerade schon gut angehört, so als wir mit der Hand gedreht haben. Genau, das ist der Stand der Dinge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine Ewigkeit später. Wie ihr sehen konntet, könnt, wie auch immer, er ist wieder angemeldet. Mein Auto ist einfach wieder angemeldet. Ich komme wirklich die ganze Zeit aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil ich einfach so mega glücklich bin. Und die erste Fahrt ist gerade erledigt. Wir haben gerade einen Stopp an der Tankstelle eingelegt und es ist so krass, es ist so schön, es ist... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wisst ihr, es ist einfach so krass gewesen, so lange darauf zu warten und immer wieder bei meinem Vater zu betteln, dass wir endlich mit dem 126er weitermachen, dem Problem auf die Spur gehen. Und jetzt habe ich ihn einfach wieder und es hat fast ein Jahr gedauert. Ich bin einfach glücklich.